14. Wie alt ist man denn mit 14? Leo Messi's The Story of the Goat. Official Movie. 23 Minuten. 1,4 Millionen Aufrufe. Das kann man sich eigentlich jetzt nochmal geben. Wird's emotional? Das gucke ich mir jetzt an, Chat. Was soll ich jetzt sagen? Anders kriegt eine Krawatte. It's like playing PlayStation. You give the ball to the guy and you start to go cool. Through every player. Ich merke, es wird emotional. Is he the best you've played against in your life? Yes. Oh. For sure. Warum krieg ich nochmal? Vor zwei Tagen, schau das von Barca, kennen wir auch, kenne ich aber schon. Cool, warum krieg ich nochmal? Also, Freunde, ich möchte jetzt hier nichts lesen von der war besser als der und Ronaldo ist besser als Messi. Ich gebe euch einen Call, genießt einfach die Zeit. Findet jemanden besser von mir aus, interessiert nicht, aber disrespectet den anderen nicht. Es wird, glaube ich, man kann nicht so in die Zukunft gucken, aber ich kann mir ganz schwer vorstellen, dass einer die Rekorde von den Männern bricht. Was die teilweise, und das Krasse war, dass die so eine heftige Rivalität hatten, so Barca Real. Und das so über so einen richtig langen Zeitraum auch und das dann, es war so geil, ne? Und das wird es erstmal nicht mehr geben, das ist so traurig, ne? Digga, die hatten meine Kindheit im Rucksack. Messi und Ronaldo hatten meine Kindheit im Rucksack. Es gibt einen Call, da, ich nehme mich mal jetzt weit aus dem Fenster, okay? Ich bin, also wenn mich jetzt jemand fragen müsste und ich müsste antworten, okay? Ich müsste antworten. Ich würde immer sagen, Jungs, vergleicht die beiden nicht, die sind beide geil, chillt euer Leben. Aber wenn mir jetzt jemand einen Knarren in den Kopf hält und sagt, du musst jetzt antworten, dann würde ich Folgendes sagen. Das habe ich mal in einem Video gesehen und die Aussage fühle ich eher am meisten. Man kann nicht sagen, Messi ist besser als Ronaldo, man kann nicht sagen, Ronaldo ist besser als Messi. Man kann das aber so einigermaßen zeitepochenweise machen. Ich fand, der junge Messi, okay, war besser als der junge Ronaldo. So der 19-jährige Messi war besser als, also der ganz, ganz Baby Messi war besser als Baby Ronaldo. Dann Prime Messi und Prime Ronaldo gleich. Aber dann würde ich sagen, Ronaldo so mit 3 und, also was Messi jetzt ist, so mit 33, 34, der Old Ronaldo ist, glaube ich, nicht besser, aber vielleicht effektiver als der. So, und das ist das, was ich sagen würde, wenn ich antworten müsste. Kriege ich dann plus 1, aber beide, wenn mich jemand fragt, wen findest du besser, dann sage ich ja immer zu, beide sind gleich, aber wenn jemand so sagt, das ist es, dann würde ich das so antworten. Und ich sehe schon, die ganzen Ronaldo und Messi-Fans rasieren mich jetzt beide, weil ich zweimal was gegen die gesagt habe, sozusagen. Ich habe einmal gesagt, Messi ist besser und einmal habe ich gesagt, Ronaldo ist besser. Nice, Dankeschön. Aber einfach, guck mal, genau so macht man das eigentlich nicht. Man bringt nie, jetzt habe ich beide gefrontet. Meine Meinung ist, du kannst beide nicht miteinander, beide geil, so. Beide geil. Guck mal hier, wie klein und verwuselt. Beide geil. It's not human. And Cristiano is the best of the human. In my eyes, anyway, Messi is the best ever. I will go with Leo. Sehe schon, alle streiten sich jetzt im Chat. Einer schreibt, Prime Ronaldo ist viel besser als Prime Messi gewesen. Champions League ist viel wichtiger als La Liga und da war Ronaldo ganz klar der Bessere. Und das sind circa die Antworten darauf. Alles gut, Chat. Wenn es sich nicht bessert, müssen wir im Mode Only. Ich möchte diese Vergleiche nicht haben. What he's doing, I don't know. Ihr könnt mal eine Abstimmung machen im Chat. Das interessiert mich, was so die Meinung ist von den meisten. Könnt ihr meine Abstimmung machen. Santiago Bernabeu. The Champions League hero against PSG leading the break. Gomes looking for the overlap. Alba inside. It's Messi. Guter Voice Crack da. Lionel. Ja, erstmal eine gute Werbung nach einer Minute. Cool, 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 cool. Weißt du, was ich auch sympathisch finde? Die Liebesgeschichte von Messi und Ronaldo. Die sind ja richtig. Von Messi und seiner Frau. Die sind ja richtig früh schon miteinander zusammengekommen, ne? Und die ist ja da mitgekommen oder so. Messi 61%, Ronaldo 40%, 39%. Tengo 13 años. Relins. Taya jugar en el Barcelona. Es el club más grande del mundo. I think it's the best, yeah, nice, eh? I hear about him. Der ist so schnell, der Mann, der ist so verrückt schnell und quirlig. Ich bin so gerne mal gegen ihn spielen, um zu wissen, wie sich das anfühlt. Es würde mich so interessieren, wie der ist, ne? Bien, marcando 5 Tore, ja. Fünf Tore, ja. First Team Debüt 2005. Boah, Digga. Deko. Cool. Remember the name. Vielen Dank für den Sub. At the age of 17 scores his first goal for Barcelona.
That's amazing because Messi hat gewonnen mit 60%. Klein und wuselig der Mann. Aber auch so völlig Aperol Spritz. So spritzig. Wirklich, hier. Hat man nicht so gut gehört, weil die Flasche schon auf ist. Er war, glaube ich, so angenehm spritzig. 17 and the degree of maturity that he shown on touching the ball, you know, above the goalkeeper. Yo lo estaba buscando, ¿no? Yo quería que él hiciera gol, que las cosas empezaban. Sentaba a mi lado en el vestuario. Entonces tuvimos la oportunidad de empezar una amistad muy verdadera, muy, muy simple. Entonces, la verdad es un grande hombre. Dreezy 90, ya, das ist so. I think he's the best player that's ever donned a pair of football boots. The best dribbler I've ever seen. He's the most imaginative footballer I've ever seen. He's the most skillful footballer I've ever seen. And he's one of the best passers the game has ever seen. So if you put all those things together, you have to. Guck mal, was der mit 19 gemacht hat, Digga. He's clearly not a human being. Oder 19, 20, das ist so verrückt. It was the first night of which there have been so many since. When 99,000 lucky people at the Camp Nou paid homage to something more exciting. Chat, der war da 18 oder so eine Scheiße. Ist es gegen Patrick? Exciting. More uplifting than they'd ever witnessed before. Ist es Patrick, Chat? Digga, ist das eine unsympathische Nude. Guck mal, wie ungern ich gegen den Mann spielen würde. More exciting. So eine unsympathische Nummer 4. Komm hier, komm hier. There is chance of his name going around camp. Kenn ich den Patrick, ja, macht er gerne. Macht er auf der Edge. So ein Stinkstiefel, wirklich. 50 cm, guck mal, wie er danach stochert. Guck mal, wie er danach stochert. Bob. And there is chance of his name going around camp now. Following this fantastic performance. Super bad. And it's Messi who will come off after a performance of real quality. And there's chance of Messi once again around. Después de 20 minutos, me acerté a Frank Rijkaard, que ha sido mi jugador. Y le pidió, Frank, ¿puede dejarlo un año a la Juventus? A Messi. A Messi. Yo pienso que un jugador... 18, él era 18. De 18 años, jugando un partido con 90.000 espectadores. Sí. Con esta personalidad, con esta carita, nunca la había visto. Digga, das ist so geisteskrank. Habt ihr gesehen, wie der mit 18 spielt, Freunde? 18 Jahre alt. Das ist verrückt. Wir machten sowas heutzutage. Haaland, noch jemand? Mbappé vielleicht mit 18 war auch schon sehr verrückt. Also nicht, dass er so spielt wie Haaland, aber so ungefähr. Damit die mal so ein Digga, wer ist 18? Gib mir mal jemand, der 18 ist. Jamal. Weiß ich nicht, Digga, ob ich Jamal. Aber ich sehe, Digga, ich sehe Jamal auch ganz weit oben. Ich möchte nicht annähernd das, was Messi so, das kann, so was Messi und Ronaldo gemacht haben, das wird wahrscheinlich nie jemand machen. Aber Freunde, ich finde, ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, aber ich finde, Jamal Musiala, von dem, wie der zockt, ne, der ist so heftig. Musiala ist so geisteskrank, das ist der Wahnsinn, ne, wie der Mann spielt. Wenn der nicht immer nur Tinder im Kopf hätte. Mein Gott. Bellingham auch unglaublich. Muss sie danken für den Sam. Guck mal. Guck mal, wie der spielt. His first Champions League goal against Panathinaikos. Then when Barcelona were drawn against Chelsea in the Champions League in 2006, the British public will get its first opportunity to see this special talent in action. Oh, no. Lionel Messi! Oh, he's hit the bar! 16 Buletten. 16 Buletten, Digga. When Messi has the ball, 1-1-1, you are dead. Here's a great chance for Messi. It's 1-1. Stopped by Casillas. Blasted in by Messi. Barcelona. That's what Lionel Messi has in mind. Messi takes everybody up. Messi has got it. Hat-trick gegen Real. This is the game that is going to be remembered as the Lionel Messi match. Mit 18 Hat-trick im Klassiker. Verrückt. Muss selber die richtigen Worte finden. Ich bin, wie gesagt, Freunde, ich bin gespannt, was da alles abgehen wird die nächsten Jahre. Oh,
Guck mal, wisst ihr, was cool zu wissen ist? In 4 Jahren gibt es da Spieler, die haben wir noch gar nicht auf dem Schirm und die werden alles zerreißen. So, oder wo du sagst, boah, sowas wie Haaland. Vor 4 Jahren, Digga, Haaland war noch im, weiß ich nicht, Jamal war vor 4 Jahren noch im Stream von Monte. Hat er sich irgendwas angeguckt gehabt, hat sich da selber noch. Das geht übelst schnell, ne? Von 15 auf 19. Mit 15, Freunde, da bist du, was bist denn du da, B-Jugend? Und es geht dann, Digga, mit 19 kannst du schon so ein Star sein. Guckt euch mal Haaland an. Oder Bellingham. Digga, Bellingham, vor 3 Jahren hatte der die ersten Haare am Sack mit 14. Was soll ich euch erzählen? Das geht so schnell. Und jetzt hat der Mann da einen Kontostand, womit der weiß ich nicht was. Was glaubt ihr, was der Mann gerade für einen Kontostand hat? Haaland kannte man immer durch FIFA wegen Potenzial. Halt's Maul, Ibo. Jetzt mal wirklich. Nur weil er jetzt bei Dortmund spielt. Es reicht doch. BVB, Ibo. Ist der dumm. Haaland, du wusstest nichts, ne? Ist der dumm. Schnell ohne googeln, du hast 10 Sekunden Zeit zu antworten, weil ich weiß, du hast sonst gegoogelt. Wo hat Haaland vor Salzburg gespielt? Schnell. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, jetzt schreibt ihr es alle nach. Aber Ibo wusste es nicht. Und da lege ich meine Hand für ins Feuer. Ibo wusste das safe nicht. Leute, ey, danke schön. Danke, Ibo, dass du es jetzt eingeschrieben hast. Sehr dumm. Every time you turn the TV on, he scores. Mit FK sogar, Alter. Hier, nice, dann, danke. Haaland hat übrigens bei Meude gespielt, falls mich jetzt jemand fragen sollte. Jetzt vergesse ich das. So, der Mann da 30 Sekunden, nachdem alle reinschreiben, die Antwort rein. The final straw being when he came off crying in Barcelona's return leg against Celtic in 2008. Cooler Call. Wisst ihr, was auch richtig geil war? Dass die beiden sich ein Glück nie so richtig, richtig ernsthaft mit Verletzungen auseinandersetzen mussten. Ich weiß, manchmal war der eine 4 Wochen verletzt und ihr wisst, was ich meine. Aber ein Glück war das nicht sowas wie R9 oder mit Reus oder so. Die waren ja ab und zu mal verletzt, klar. Aber die hatten nicht so oft, dass die so komplett, guckt euch mal Hazard an oder so. Das ist ja bei voll vielen Spielern so, dass leider so ein Kreuzbandriss, genau, die hatten nie so einen Kreuzer oder sowas. Ein Glück. Und obwohl sie immer spielen, plus eins. In terms of physics, always recurring. Injuries on the muscles. We took a kind of a holistic approach to his performance, so really tracking his sleep hours he was taking. Bei Ronaldo wundert es mich nicht. Ja, okay, so Muskelverletzungen glaube ich auch, bei Ronaldo eher weniger, weil der Mann halt echt, der macht glaube ich alles dafür, ne? Wenn du den fragst, was ist dir jetzt lieber, nochmal 10 Minuten hier im Rad unter Wasser, was gut für deine Beine und deinen Rücken ist, so dass du nicht so verletzungsvorbeugend, oder 10 Minuten nochmal mit Gigi, dann sagt der Mann, mach mir schon mal den Sattel da sauber. Den interessiert gar nicht, mit seinen 17 Mittagsschläfen am Tag. Wisst ihr, was ich meine? Aber das hat ja, du kannst ja auch umgegrätscht werden, da kannst du dir auch, weiß ich nicht, kannst du dich da 17 Mal massieren lassen am Tag, kannst du nur vegan essen und weiß ich nicht was, und wenn da so ein Patrick Vieira die Hüfte hoch in die Knochen springt, dann kannst du auch, dann bist du halt im Arsch, so, was willst du machen? Ja, CR7 Junior wird da, der wird auch eine absolute Maschine, körperlich auf jeden Fall. Going into 2008, Barcelona were failing to achieve any form of success. Rijkaard had lost control of his team. And in 2009, Barcelona were appointed with their new manager, Pep Guardiola. Rijkaard had mostly used him with Barcelona on the right-hand side as a winger. It was Guardiola probably who had the vision to see that maybe that was a position which restricted him, and actually to get the Lionel Messi unleashed, he had to move him into the middle, and that's what he did in all matches in the Clásico against Real Madrid. Soll ich aber was sagen? Guardiola hatte Glück, dass er Messi sozusagen bekommen hat, wo Messi noch nicht so der absolute krasse, krasse, krasse Weltstar war. Digga, wenn jetzt irgendein Trainer zu Messi was sagt, jetzt, oder zu Ronaldo, der sagt ihm, hey, hör mal zu, geh mir mal bitte nicht auf die Klöten. Aber damals konnte der das noch so machen, so Messi war so richtig geil drauf. Wisst ihr, was ich meine? Ja, gut. Aber wenn jetzt Pep Guardiola Messi übernehmen würde, und sagen wir mal, die kannten sich vorher nicht, sondern erste Station Barcelona jetzt, oder okay, Messi ist nicht mehr bei Barca. Glaub mir, das würde nicht so reibungslos ablaufen. Der macht, was er will jetzt, Messi. Wer ist ein Trainer bei Paris? Pochettino. Glaubt ihr, okay, ist Argentinier. Okay, aber trotzdem. Glaubt ihr, Messi hört denn dazu? Nein. Messi pops up as a kind of a false nine position. Neymar hört ihn auch nicht zu. Glaubt ihr, Neymar hat auf Puppe gehört? Oder MVP? Weiß ich nicht. Lionel Messi takes his time and walks it in. Lionel Messi, it's humiliating for Real Madrid. Chipper, ach so cool, so cool.
Ist aber nicht reingegangen übrigens, aber keine Chance. Immer chippen, Freunde, immer chippen. Merkt euch das. Immer chippen. Die kleinen Chippigen. Pupp. Ah, ist schon echt cool. Steck ihn durch. Daumen. Cool. Denkst du, wenn Koeman gesagt hat, Messi läuft da mal noch 3 Stunden, dass Messi das interessiert hat? Der Mann hat da gemacht, was er will. Ja, safe. Okay, I think that's it. Alex Ferguson prefer Ronaldo. We prefer Leo. Womit krieg ich dich noch? Wow. Spring it down. It's 2-0. It's Messi. I mean, they were special. They were as good as I've came, Mikey Carrick, came up against. By quite some margin. Aber guck mal, Messi, Digga, guck mal das Team an. Guck mal, wie cool. Iniesta, Xavi, Busquets, guck mal, wie viel Spaß. Guck mal. 20, 30 years. I haven't seen anything better than this. It's just magnificent. Digga. Everything starts with the ball and finishes with the ball. And we try to keep the ball, we try to play with the ball. Guck mal, wie die gespielt haben, Digga. We are the best team ever. Tiki Taka, so eine Magie. Ich frag mich, also das kannst du nicht mit jedem Spielern, glaube ich, machen. So, sonst würde es ja jeder machen, ne? Aber ich fand, das sieht so, das fand, das sah. Aber dann stelle ich mir vor, Digga, als ob das De Bruyne und so bei City nicht hinbekommen. Als ob die das nicht machen. So, als ob die das nicht schaffen würden. Oder Bas Bayern. Ich weiß, die müssen das nicht, die sind auch so erfolgreich. Aber so ein Kimmich, ja, wohl gerettet, doch, die würden das doch. Junge, Tiki Taka war so geil. Das war so, guck mal, wie die gespielt haben, bitte. Guck mal, wie das aussah. They were just too good. And this team is the best football team I've seen for 20, 30 years. I haven't seen anything better than this. It's just magnificent. Everything is done with the ball and finish with the ball. And we try to keep the ball, we try to play with the ball, to make everything with the ball. We are the best team ever. Brauchst auch Chemie, ja, du brauchst die Spieler, die Chemie dafür. Fußball hat sich auch geändert. Glaubst du, Tiki-Taka würde jetzt nicht mehr funktionieren? Weiß ich nicht. Ist schwer, ne? Aber kommt ein bisschen drauf an. Aber das war so geil anzusehen. Jonas, danke für deinen Sub. He's the boss. Here's Messi. Away from 2, 3, 4. Wonderful, wonderful, wonderful. How good is he? Das war so geil. Champions League Real gegen Barca kam einfach nie mehr vor. Ne? Kam einfach nie. Ist euch mal aufgefallen? Nie hat Barca gegen Real in der Champions League gespielt. Stell dich mal vor, El Clasico. Das war einmal. Und das war so geil. Also Messi und Ronaldo haben, glaube ich, einmal in der Champions League gegeneinander gespielt. So Quatsch. Also bei Real Barca. Jetzt ist mit Menu. Messi! He's the boss. Here's Messi. Away from 2, 3, 4. Wonderful, wonderful, wonderful. Ich weiß noch damals, als Bayern gegen Dortmund ins Finale gekommen ist, da war ja, ich weiß nicht, wer gegen wen gespielt hat. Ich glaube, Dortmund gegen Real und Bayern gegen Barca. Da hätte einfach Klassiko-Finale Real gegen Barca sein können. Klassiko-Champions-League-Finale. Das war so geisteskrank. How good is he? Manchester United against Barcelona again. Deutschland war da, ja. Dortmund und Dings waren da, also krass. Messi. Again from the magician, he's still going. Lionel Messi! Pep Guardiola beats Sir Alex Ferguson for the second time in 2 years in the final. Anders guckt hier gerade so mit so einer Krawatte zu. He's a magician. He's the best player I've played against. Messi has been 53 Saisontore, Digga. He's just such a phenomenal talent. He gets kicked, he gets hacked, he gets up. He never dives. He doesn't cheat. He's just a brilliant example for footballers everywhere. And if everyone copied him, the game would be much better. What? Messi always makes the right decision, whether it's a pass it's or whether Tim, danke für den Wissam. Im 11. Was denn? Fast ein Jahr. Danke, mein Freund. 53 Saisontore. For Lionel Messi, anticipated and controlled brilliantly. Messi drives inside! Oh. And a skill from Messi. Here's the Argentinian, Leo Messi, into the penalty area. Messi! What a goal from Leo Messi! That's not normal. Leo, who is this? Here comes Messi! 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 Lionel Messi, into the area. Now they have to watch the steps. Ori, so ein Messi für den Prime. Moritz, danke für den Prime. Werde gleich durch das Messi, durch das Video auch Messi-Fan. Oh mein Gott. Ach, Scheiße.
Also wirklich 60 Tore Saison 2012, 2013, perfekt. Oh. Guck mal, wie cool. Also ich gebe euch einen Call, wir haben vorhin drüber geredet. In der Landesliga bei Polar Pinguin schießt Lionel Messi 250 Saisontore, da lege ich mich fest. Wenn Messi den Ball aus 30 Metern bekommt und er nicht sich verletzen sollte und jede Spielminute spielt, schießt er 250 Tore. Digga, der rasiert gerade hier Profis aus der spanischen Liga und der lässt sie so aussehen wie kleine Schuljungen. Minimum 200, also wirklich jetzt. Und was ihr vergisst, ist die Profi-Torhüter, ne? Digga, wenn der jetzt hier gegen zwei Landesligisten raufrennt, der ist hier und schießt dann aufs Tor und der wird niemals den Ball halten. Niemals. There have been many great players at this club. So many legends, but he is the best of all. The best on planet Earth. Oh, Rob, he is a genius. Goal after goal after goal after goal after goal. Du musst dir vorstellen, der macht auch keine Tricks so Elastico, sondern einfach, ja, der macht wirklich keine Tricks, der ist einfach, du kannst den scheiß Ball, glaube ich, nicht abnehmen, durch sein Dribbling da. Muel, dank für den Sub. Und dann MSN, Digga. So gecheatet, die haben sich auch so geliebt, ja. Guck mal, wie die sich geliebt haben. So eine gute Teamchemie. Die Frauen und Kinder von denen, die waren auch alle miteinander befreundet, so. Kein Sinn. Neymar hat immer so mit Messis Sohn gespielt. Suarez Frau mit Messis Frau. Grillabende. Mensch, ärgere dich nicht. Und das war absolut bodenlos. Digga, was Dani Alves da auf den Kopf hatte, das weiß nur er. Was hat er sich dabei gedacht, Digga? Manchmal habe ich das Gefühl, die haben echt krass Langeweile, ne? MSN hatte einfach nur Spaß am Leben und Spaß am Spiel. Ja, so wie die Jungs bei Hertha bei Sebo. Genau so, einfach Spaß haben. Sie hatten Spaß miteinander. Nö, nee, schlechtes Tor. Na, Evan Jerome. Dann geht er auch noch rein, Digga. Und der fällt halt so. Muy complicado, muy poderoso. Saludos, señoras y señores. Bienvenidos a la final de la Champions. Das Spiel habe ich mit Sydney zusammengeguckt. Neymar, that really does finish it. Xavi. Ich finde, Xavi sieht gar nicht aus wie so ein Fußballer. Wenn du Xavi auf der Straße mit so einem T-Shirt sehen würdest, dann würde ich zu ihm sagen, hör mal zu, Großer. Lass uns mal jetzt hier zwei Kontakte, eins gegen eins, jonglieren, ich mach dich nass. Wisst ihr, was der mit dir machen würde? So ein Xavi. Der sah gar nicht so aus wie so ein, weiß ich nicht. Als wenn der Mann so ein kleines Restaurant hat. So ein kleines Steakhouse. 25 Euro Filet. Und dann machen sie es aber auch nicht mal gut. Kommt er da an mit so einem, ne? So sah der aus. Wie ein Bankkaufmann. Wie so ein gelben Wirklich so. Quatsch-Saison, ne? 41 Tore. Da hat der Mann nur 41 gemacht. Naja, guck mal. Ja. Zack, zack. Pup. Pup. Hä, wie oft hat Neymar die Champions League gewonnen? Nur einmal, ne? Boah. Das ist ja allein das. Du, das war's der Bub. Zweimal? Einmal? Auch robust, der Kleine. Das ist es nämlich. Den kannst du nicht so leicht wegschubsen. Sondern das ist robust. Da bist du stabil. Der ist wie so ein kleiner Tank. So halt stabil. Viermal? Was labert ihr? Neymar hat doch nicht... Einmal hat Neymar die Champions League gewonnen. Ich glaube, einmal mit Barca. Mit Paris nicht. Und ich glaube... Doch, ich bin mir relativ sicher. Einmal nur. Tiefer Körperschwerpunkt. Ja. Und das war auch ganz verrückt hier. Ich glaube, der kann sich so schnell drehen. Das ist wie so eine...
wie so eine flutschige Nudel, die du versuchst auf deiner Gabel zu balancieren, aber es geht nicht. Sie flutscht immer durch. Wie so ein Fisch, der nicht greifbar ist, den willst du festhalten, aber er ist so glitschig. Als wenn du deine Hand mit Öl ein und dann versuchst du dein Handy so. Du kannst nicht, es geht nicht. Es flutscht einfach so. Glitschig. Glitschig. Wie ich damals in Fall Guys. Nicht greifbar. Ja, nicht greifbar. Cooles Lied. Ey, coole Cuts. Rival is capable of scoring 4 goals against us, then we're capable of scoring... Digga, es ist wirklich, wirklich, wirklich... Ich wusste das nicht bis letzten Jahr, Digga. Das hat mir so leid getan, als ich das gelesen habe. Wusstet ihr, dass Luis Enriques kleine Tochter gestorben ist? Digga, das hat mir... Das wusste ich nicht, Digga. Ich habe das einfach... Ich habe das gelesen und ich dachte mir, was? Ich habe das gar nicht... Ich wusste das einfach nicht. Das ist so schlimm gewesen, fand ich. Und der hatte ja Stress, glaube ich, am Anfang mit Messi und so. Und, Digga, das hat mir so krass leid getan, der Arme. Der ist ja jetzt Trainer bei Spanien. Sowas ist immer sehr traurig. Aber ich habe es einfach nicht so wahrgenommen. Und dann habe ich das so gelesen. Ich dachte, was? Richtig schlimm. Six against them. Digga, ja, Michael Ballack. Michael Ballack, Freunde, da sieht man, bitte immer aufpassen bei so Sachen, ja. Auch wenn ihr denkt, es ist so Kleinigkeiten, so Quadfahren oder, weiß ich nicht, Schnorcheln oder so. Irgendwie sowas, wo was passieren kann. Oder Bungee-Jumping oder irgendwie sowas, Freunde. Da müsst ihr immer aufpassen. Das kann so schnell, das war auch sehr scheiße natürlich, sehr, sehr, ja. Oder hier, wie heißt der Rennfahrer? Schumacher. Der war Skilaufen und ist dann mit seinem Kopf auf einem Stein. Auch ganz normales Autofahren. Plus eins und nur. Immer auch so beim Autofahren aufpassen. Ich sag's ja jedes Mal. Bitte, Freunde, ihr seid nicht cool, wenn ihr euch 4 Bier, nochmal ein bisschen Mykonos-Cola und dann nochmal 3 kurze reinkloppt und dann fragt euch irgendeine SCH-Lampe, kannst du mich nach Hause fahren? Weil sie nur zu geizig ist, um irgendwie mal kurz mit dem Uber und du denkst, du kannst bei ihr landen, aber im Hintergrund schreibt sie damit irgendeinen Knechten, dass du, weil du ein Knecht bist, die nach Hause gefahren hast und dann kommt der Kollege vorbei und haut sie und geht mit ihr Bettsport betreiben. Deswegen immer einfach entweder Auto stehen lassen, Taxi, Uber oder ein Kumpel sollte ich fahren. Sowas gibt es. Aber niemals, wirklich jetzt, niemals betrunken oder in irgendeinem Rauschzustand Auto fahren. Generell sowas nicht machen. Auch nicht Fahrrad und so eine Scheiße, Freunde. Ihr könnt da richtig rasiert werden. Und ihr könnt nicht nur rasiert werden, sondern ihr könnt auch andere rasieren. Das ist auch noch viel schlimmer. So. Und das kann auch euer Leben ganz schnell zerstören. Hier der eine, der so ein Autorennen gemacht hat, der war zwar nicht besoffen oder so, aber Digga, euer Leben kann sich wegen so Sachen so schnell, so krass ins Negative entwickeln, wegen so Kleinigkeiten. Sagen wir mal, ich will euch das mal kurz erklären, damit ihr wisst, was ich meine. Das erzähle ich oft. Ich habe viele Polizisten als Freunde und die haben mir so eine Sachen erzählt, wie die sind gefahren und die hatten dann halt was getrunken, aber es ging noch. Die waren jetzt nicht, sondern die haben getrunken, waren aber noch einigermaßen am Start und sind dann Auto gefahren, haben einen Autounfall gemacht, dann ist da jemand gestorben. Irgendwie, ich weiß jetzt nicht genau, wie es heißt, ich bin kein Richter. Fahrlässige Tötung, bupp, erstmal im Knast für weiß ich nicht wie viele Jahre. Nur weil du der Meinung warst, du musst nach 3 Bier, 4 Bier oder weiß ich nicht was, noch kurz, auch wenn es nur 5 Minuten sind, zu dir nach Hause fahren. Sowas, Freunde, kann euch so heftig gegen den Strich rasieren, deswegen bitte nie machen. Teilschuld ist es dann. Ja. Wie gesagt, ich kenne mich da nicht aus. Messi für Barcelona! 3-0! And it really is game on here! On the Paris Saint-Germain defense. It's Neymar trying to feed it. Ist Timo Polizist? Nee, der studiert. Immer vorher schlaft jetzt mit einem Projektplan. Ja, wenn ihr ganz große seid, dann schlaft ihr irgendwie, dann klärt ihr vorher ab, wo ihr schlaft. Oder wenn ihr ganz große seid, geht ihr erst gar nicht schlafen, sondern lässt euch dann um 7 Uhr morgens nach Hause fahren. 30 seconds remaining here at the Santiago Bernabeu. The Champions League here. Anton und Nielsen, danke schön für den Sub. Gorge looking for the overlap. Alba inside. It's Messi! Das war so heftig. Das war einer der. Das war so ein kalter Jubel. Gracias, Leo. Komm, 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 komm. Kein Sinn.
Wie klein und verquirlt. Er ist so quirlig. Verquirlt. People expect when you talk about Messi, it's about that goals now you are watching. The most important thing in the Messi is his correct control, his pass, it's always perfect. This kind of pass, I think in the world there are many they can do it. Das ist, er kann auch so heftig passen. He can do it more often than the other ones. Er hat auch so ein verrücktes Auge auch. Boop. Ja, neuer Pass, schlechter Pass. Auch ein sehr schlechter Pass. Das war so Quatsch, Digga. Ich verstehe bis heute nicht, warum er sich die Haare blond gefärbt hat. Digga, guck mal, wie willst du das verteidigen? Ohne Sinn. Cool. Sehr cool. Ich würde es voll gerne am eigenen Leib spüren, wie das ist gegen den, wenn der so auf dich zurennt. Ach du Scheiße. Junge Barca war. Die haben so geil gespielt. Willst du, glaube ich nicht. Doch, ich würde voll gerne spüren. Wisst ihr, was mich auch interessiert? Wie sich minus 50 Grad anfühlen. In der Antarktis. Oder in Jakutsk. Da sind es im Winter minus 40. Oder in der Antarktis sind es jetzt gerade minus 60 oder so. Minus 55. Ich möchte einfach mal gerne erfahrungsgemäß wissen, wie das ist. Wie random ist das denn? Ich will wissen, wie sich das anfühlt. Chat, bin ich der Einzige? Wie fühlen sich minus 60 Grad an? Einfach mal, das würde ich gerne mal wissen. Well, it's ist halt kalt, ne? Ja. I'm really happy with the way the fans so I just like to thank them. Es un futbolista enorme que él por sí mismo, por sí solo es capaz de desnivelar. Mus. ¿Por qué? King of Free Kicks. Ach, Digga, das war ja auch so eine Sache. So verrückt, ne, seine Freistöße. Gab es nicht mal irgendein Finale, wo er zwei Freistöße gemacht hat? Ich glaube schon. Messi. Nach Spiel mit Kalle und alles auf. Ja. Just when you think he's done everything, he comes up with something even more special. Hochprüfung, ich weiß nicht, keine Ahnung. Vom Stress. Nee, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Er meinte, es ist zu hektisch. War auch sehr spontan. Machst du einen Block? Ja. Und das größte Problem ist leider, wenn du kannst dagegen nichts machen. Wenn Sydney, Digga, selbst ich hab gesagt, Jungs, ich kann nicht mehr irgendwann. Aber das interessiert die nicht. Die bleiben bei dir und schreien alle rum und so. Echt krass. Womit sind seine Frauen sich geschieden? Hilfe. Brauchst eigentlich Security? Hatte ich auch schon überlegt, aber Freunde, ich will mich nicht da als wichtig tun. Ich möchte ja mit euch Bilder machen. Ihr könnt mich immer nach Bildern fragen, aber irgendwann merkt man das. Stellt euch in die Situation, 60, 70 Leute sind um euch herum und ihr kommt nicht voran. Und ihr kommt nirgendwo auch hin und die Leute, was mich am meisten stört, ist, wenn man mich eigentlich so krass nicht auf mich hört. Das ist so das Problem. Wenn ich sage, ich möchte durch, das machen die nicht. Ich fliege am selben Tag zurück, ja. Als ob ich dann mit Bodyguards rumlaufen, Freunde. Aber das machen manche Leute. Das machen manche. Aber so ist es jetzt nicht. Aber so bei Menschenmengen ist es halt
Stadien ist es halt echt teilweise hart. Also es ist mir jetzt aufgefallen in den Europameisterschaftsspielen, da war es schon krass, aber Salzburg war auch schon heftig. Also wenn irgendwo 15, 20, 30.000 Leute eh schon sind, dann ist es hart. Aber Freunde, nicht falsch verstehen, ich bin euch sehr dankbar, ihr könnt mich immer nach Bildern fragen. Wirklich. Nur wenn ich sage, Jungs, ich möchte bitte durch mir das Spiel angucken, dann wäre es gut, wenn ihr mich durchlässt. He's working the ball. That is what I like the most. Und nicht alle rumschreien und so. Moving his head. Right, left, left, right. And he knows exactly what's going to happen. Stories lade ich danach hoch. Ja, das habe ich jetzt gelernt, Karton. Stories werde ich erst danach hochladen. Aber die finden mich eh irgendwo da. He's not running, but he's always watching what happens. Lionel Messi. Na, hat sich nicht gefreut, Guardiola, hä? Ist der dumm? Lionel Messi. Ach du Scheiße, es waren drei Barca-Spieler zur Auswahl. Wie unfair ist denn das? Xavi, Lionel Messi, Iniesta. Was ist das? Milan und Markus, danke schön für die Subs. Gehst du alleine oder mit einem random Kollegen? Ich treffe mich, mal gucken, also es gibt da natürlich da ein paar, muss ich gucken, Stadionvlog kann ich eh, ich will ja das Spiel sozusagen, muss ich gucken. Morgen um 12 einfach Messi-Rede im Camp Nou. Ist Messi morgen im Camp Nou? Best FIFA Men's Player of the Year. Ja, er hält eine Ansprache. Oh, das ist cool. Messi. Da wird geweint, ja, sehr. Messi is the best. I think Messi is the best player in the world. For me, the best. Lionel Messi. As long as he plays. Five Ballon d'Ors or one World Cup, which would you choose? No, obviamente que el Mundial, creo que siempre tiene que lo... Chat? Weiß ich nicht. Wenn mich jemand fragt, hör mal zu, fünfmal Ballon d'Or oder einmal Weltmeister, ich gebe mir fünfmal den Ballon d'Or. Chat, was sagt ihr? Meine Fresse, Digga, wenn ihr, wer wurde Weltmeister bei Deutschland da hier? Wer, welches Falschgeld wurde da Weltmeister? Gib mir mal irgendein Falschgeld, was Weltmeister wurde. 2014. Kevin Großkreuz, Benedikt Höwedes. Wenn ihr die fragt, hör mal zu, Benedikt. Einmal Weltmeister oder fünfmal Ballon d'Or? Was glaubt ihr, was Benedikt da sagt? Oder Kevin? Erik Dohm. Kannst du gar nicht so schnell gucken, so viele Ballon d'Ors haben die schon bei sich im Schrank gehängt. Großkreuz wurde Weltmeister, Messi nicht, Digga. Das ist so verrückt. Ronaldo wurde auch nicht. Cooles Ende vom Video, coole Edits. Thanks for watching, no problem, man. Ey, no problem. Nices Video. Gutes Video. That's the dream. At now, the Argentinian national team looks really prom. Ja, ich bin gespannt nächstes Jahr. Ich bin gespannt. Thanks for watching. Cooles Video, Chat. Cooles, ulkiges Video. Everything has changed. Every day. 24/7.